Hallo Frau Almendinger-Schals, Sie sind heute bei mir zu Gast im Interview zum Thema Frauen- und Kinderschutzhaus in Schwäbisch Hall. Sie können sich gerne selbst vorstellen und auch eben für was das Frauen- und Kinderschutzhaus in Schwäbisch Hall steht. Ja, hallo Frau Voigt, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ja, ich arbeite seit vielen Jahren oder Jahrzehnten im Frauen- und Kinderschutzhaus als Leiterin. Und das Frauen- und Kinderschutzhaus hier in Schwäbisch Hall steht dafür, dass Frauen, die häusliche Gewalt erleiden, zusammen auch mit Kindern oder auch ohne Kinder ins Haus kommen können und dort Schutz und Beratung bekommen und eine neue Lebensperspektive entwickeln können. Gut. Wie ist denn die aktuelle Situation im Frauenhaus? Wie würden Sie die beschreiben? Business as usual ist es nicht, aber es ist auch nicht ganz strange oder ganz, ganz anders. Wir haben vermehrt Anfragen von Frauen und ich nehme an, dass es auch ein Teil auf Corona zurückzuführen ist oder auch auf die gute Presse, die wir hatten im vergangenen Jahr. Und es ist aber auch so, dass viele Frauen anrufen und sich letztendlich doch nicht entscheiden, in ein Frauenhaus zu gehen. Also, wir sind sowieso immer voll. Wir vermitteln dann weiter in andere Häuser, wenn die Frauen das dann auch wollen, wegzugehen aus Schwäbisch Hall. Und es gibt noch keine tatsächlich belastbaren Zahlen. Wir erwarten die im Laufe des Jahres und ich gehe schon davon aus, dass es bundesweit vermehrt Anfragen in den Frauenhäusern gibt und auch vermehrt Aufnahmen. Wir selber haben Ausweichquartiere geschaffen für Frauen, die nicht gleich ins Frauenhaus kommen konnten. Vor allen Dingen eben, weil wir sie erstmal in Quarantäne haben wollten, beziehungsweise später dann auch einen PCR-Test verlangt haben vor Aufnahme. Und die Frauen, die konnten dann erstmal in diesen Ausweichquartieren unterkommen. Und wir haben auch eine Ferienwohnung, die wir belegen können, falls wir eine Infektion haben sollten. Wir haben zum Glück noch keine gehabt. Wir testen regelmäßig vor jeder Gruppenarbeit sowieso und auch so unter der Woche nochmal. Und von daher bisher sind wir verschont geblieben von der Infektion. Und die Schutzmaßnahmen, die wir machen, die sind zum Alltag inzwischen geworden. Unsere Frauen waren unglaublich schnell drin, dass sie einfach ihre Masken getragen haben. Als Kohorte im Frauenhaus müssen sie das ja nicht. Sie zählen ja praktisch wie eine Wohn- oder leben da wie eine Wohngemeinschaft, aber uns Mitarbeiterinnen gegenüber. Und das ist selbstverständlich, da gab es kein Knurren und kein Murren. Auch das Desinfizieren, sie putzen und also das fand ich sehr angenehm, dass das so selbstverständlich lief. Wir hatten einige wenige Frauen mit einer Angststörung und da war spürbar, dass Corona nochmal diese Angst angetriggert hat, die sowieso extrem da war. Aber ansonsten läuft es ganz gut, was natürlich für die Frauen genauso wie für die Kinder und wie für alle Familien mit Kindern gerade ein zusätzlicher Stressor ist, dass die Kinder nicht in den Kindergarten und teilweise auch nicht in die Schule gehen können. Das Homeschooling, das haben Kinder als teilweise belastend erlebt, weil wir halt auch beengt leben und man nicht wirklich eine ruhige Atmosphäre schaffen kann. 2 Wochen waren Mädchen bei uns im Bad. Homeschooling, weil da das WLAN am besten war. Das haben wir dann abgeschafft, aber wir haben da auch viel dazugelernt. Also das möchte ich nicht beschönigen, aber ich kann auch sagen, dass das Zusammenleben im Frauenhaus ist sowieso beengt. Und die Frauen, die zu uns kommen, haben sowieso Kontaktabbrüche zu vielen, zu Verwandten und zu Freunden, dadurch, dass sie eben von zu Hause weggegangen sind. Und von daher ist die Situation im Haus selber nicht gänzlich anders. Was sind denn so die Gründe überhaupt, warum die Frauen zu Ihnen kommen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, Gewalt, aber vielleicht gibt es ja auch andere Gründe und vor allen Dingen haben Sie jetzt gemerkt, dass durch Corona vermehrt bestimmte Gründe irgendwie dazu kamen. Also die Gründe müssen Gewalt sein, sonst können wir eine Frau nicht aufnehmen und auch häusliche Gewalt, wobei das durchaus auch durch den ehemaligen Partner oder diese Gewalt auch durch den ehemaligen Partner ausgeübt wird. Wir wissen heute, dass die Trennungssituation für die Frauen besonders gefährlich ist. Deswegen ist es selbstverständlich, dass wir Frauen, die getrennt sind, aufnehmen können.
die Gewaltformen sind unterschiedlich. Von was also seit längerem zugenommen hat, ist die körperliche Gewalt im Vergleich zur seelischen Gewalt, die ja bei körperlicher Gewalt auch immer gegeben ist. Aber früher hatten wir auch viele Frauen, die sagen, ich bin systematisch psychisch misshandelt worden. Und heute haben wir eben viele Frauen, die auch sagen, ich bin auch körperlich schwer misshandelt worden. Aber auch Entzug vom Geld, kein eigenes Geld haben können, einsperren und sind Gründe, weswegen ich in einem Frauenhaus auch aufgenommen werden kann. Und was wir auch haben, ist, dass Frauen weggehen, wenn sie entdecken, dass ihre Kinder missbraucht werden, sexuell vom Vater. Also das ist auch ein Aufnahmegrund. Die Aufnahmegründe haben sich in Corona-Zeiten nicht verändert. Was wir durch externe Beratung erfahren haben, ist, dass die Frauen sagen, es ist ein enormer Stress. Und dass der Stress durch Corona, durch auch wieder Homeschooling, durch finanziell unsichere Zeiten, durch die Angst vor Arbeitsplatzverlust oder sogar Arbeitsplatzverlust, haben die Stressoren in den Familien zugenommen. Und da, wo einfach keine oder wenig Konfliktlösestrategien da sind in den Familien, kann das auch ausarten in häusliche Gewalt. Okay. Aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass also häusliche Gewalt als Kriminalitätsphänomen wird jetzt auf jeden Fall von der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen. Aber es ist keine Begleiterscheinung von Corona, sondern wir haben sowieso in den Behörden und in den Hilfeeinrichtungen täglich sehr viel mit häuslicher Gewalt zu tun. Aber wie gesagt, ich denke, es wird eine Verschärfung durch Corona festgestellt werden. Okay. Und das, was wir feststellen, ist, wie ich schon gesagt habe, dass wir mehr Anrufe haben, mehr Hilferufe. Aber auch hier, wie in vielen anderen Krisen, auch zum Beispiel in der Wirtschaftskrise, ist die Bereitschaft, von zu Hause wegzugehen, was ja ein Riesenschritt ist, auch ein mutiger Schritt, weniger da. Und das haben wir auch, also am Anfang, vom ersten Lockdown haben wir gemerkt, dass diese Anrufe zugenommen haben, aber die Bereitschaft wegzugehen eher abgenommen hat. Das hat sich jetzt wieder nivelliert, ja. Ja, wie ist denn das? Die meisten Frauen kommen vermutlich ja schon von sich aus auf sie zu, aber gibt es auch Fälle, wo zum Beispiel Nachbarn irgendwie bei ihnen Hilfe gesucht haben, dass sie vielleicht den ersten Schritt gehen? Ja, also das ist so, dass die Meldung durch Nachbarschaft hat enorm abgenommen. Mhm. Und das, da haben wir auch, das ist aber nicht Corona durch Corona, sondern das hatten wir schon vorher. Und in der Öffentlichkeitsveranstaltung hat meine Frau gesagt, ja, das wundert sie gar nicht, weil sie hat ihrer Nachbarin schon mehrmals geholfen und die geht einfach nicht weg und jetzt sagt sie nichts mehr. Also das sage ich jetzt nur am Rande, weil ich das wichtig finde, dass von außen Anstöße kommen. Das sagen die Frauen auch ganz oft. Also wenn ich die Lehrerin gesagt hätte, was ist mit ihren Kindern los? Wenn ich die Nachbarin gesagt hätte, ich sehe dich gar nicht mehr, was ist los? Dann hätte ich diesen wichtigen Anstoß, was zu verändern, gar nicht bekommen. Also wichtig, und wir haben das auch immer wieder, wir haben auch Lehrerinnen, die anrufen und sagen, ein Kind hat ihnen das offenbart, dass der Papa die Mama schlägt, wie sie sich verhalten soll. Und wir haben natürlich auch Freundinnen, auch Mütter, die sagen, meine Tochter, meine Freundin wird misshandelt und die will aber nichts tun, was kann ich tun? Durchaus, ja. Und viele Frauen, die auch zu uns kommen, die waren vorher in einer Beratungsstelle, in einer anderen Stadt zum Beispiel, in einer Fachberatungsstelle, wo sie dann den Hinweis bekommen haben, es gibt Frauenhäuser und die machen diese und diese Arbeit und sie haben durchaus einen Anspruch drauf. Weil es gibt auch Frauen, die schwer misshandelt werden und denken, ihre Misshandlung ist nicht schwer genug, dass sie aufgenommen werden können. Okay. Eine hat mal angerufen und hat gesagt, werde ich denn auch aufgenommen? Ich wurde jetzt heute Nacht nur einmal gewürgt. Ja. Klar kann die aufgenommen werden, aber das Bagatellisieren, was die Frauen oft ein Leben lang auch in ihrer Partner oder in ihrer Partnerschaft erleben, dass es ihr zugeschrieben wird, die Schuld, du bist doch selber schuld oder das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das übernehmen die teilweise, wir nennen das Täter in Projekte und denken dann selber so. Und es ist ganz wichtig, dass die Öffentlichkeit darüber informiert ist, dass es eben nicht so ist, dass die Frau nicht die Schuld hat und auch, dass sie im Frauenhaus durchaus aufgenommen werden kann. Was sind denn Ihre Ziele für die Zukunft, gerade jetzt in Schwäbisch Hall? Wir wollen weiterhin da sein für Frauen, die häusliche Gewalt erleiden und ihre Kinder. Und wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr oder sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr
ein doppelt so großes Haus beziehen, also mehr Schutzangebot haben können. Super. Mhm. Was in Schwäbisch Hall, und das ist uns jetzt auch ein Stück weit tatsächlich auf die Füße gefallen, schwierig ist, dass wir keine Fachberatungsstelle haben bei häuslicher Gewalt. Also alles, ja, das machen die im Frauenhaus, aber tatsächlich haben wir für gute Prävention und auch für ausreichend Beratung, externe Beratung außerhalb vom Frauenhaus nicht die Kapazität. Und es ist auch ein Muss im Grunde. Es gibt Istanbul-Konventionen, können Sie mal googeln, das ist ganz interessant, kann ich jetzt leider nicht mehr dazu sagen, wo aber ganz klar gefordert wird, dass wir da aufrüsten müssen, eine Fachberatungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt, am besten auch für Kinder und Jugendliche und für Frauen. Dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Weniger Gewalt. Weniger Gewalt, ganz wichtig, ja. Vielen Dank, Frau Feucht, Ihnen auch alles Gute und bleiben Sie alle gesund. Dankeschön.